Kannst du das Feel gut spielen, ist nun deine Kreativität gefragt. Was kann ich alles daraus machen? Ich zeige dir nun ein paar Beispiele, wie du diese Phrasierung weiterentwickeln kannst. Eine schöne Möglichkeit, die immer wieder auch Percussionisten machen, ist es, die Phrasierung einmal schneller und einmal halb so schnell zu spielen. Eine andere Möglichkeit ist es, das Feel im Stil von José Luis Quintana, Changuito, zu spielen. Dazu spiele ich nun auf Congas in der Mitte die Quinto, rechts die Tumba und links die Conga. Eine andere sehr interessante Möglichkeit ist es, die Phrasierung im Stil von Giovanni Hidalgo zu spielen. Da diese Phrasierung eigentlich den Five-Stroke-Roll enthält, kann man sie auch als sogenannte Double-Stroke-Rolls spielen. Giovanni war einer der ersten, der das perfektioniert hat. Nun spiele ich mal mit dieser Phrasierung einfach los. So könnt und sollt ihr auch üben, egal ob Fehler kommen. Eine andere Möglichkeit, diese Phrasierung in einem Kontext zu üben, ist es zum Beispiel den Clave zu klatschen und die Phrasierung zu singen.
Eine andere Möglichkeit, diese Phrasierung in einem Kontext zu üben, ist es zum Beispiel in Klave zu singen und die Phrasierung zu spielen. Eine andere Möglichkeit, diese Phrasierung in einem Kontext zu üben, ist es zum Beispiel, den Klavier mit einem Stick zu spielen und die Phrasierung ebenso zu spielen. Eine ganz andere Möglichkeit, diese Phrasierung in einem Kontext zu üben, ist es zum Beispiel, rechte Hand mit Shaker zu spielen und die Phrasierung ebenso zu spielen. Eine andere Möglichkeit ist es, das Shaker-Tempo gleich zu lassen, aber die Phrasierung doppelt so schnell zu spielen. Das ist eine Herausforderung. Nun, ich hoffe, dass ich dir ein paar Dinge zeigen konnte. Hör einfach nicht auf zu spielen, bleib dran und hab Freude und Spaß daran.